Okay. Ja, schön. Wir haben einen Drachen, der hier rumfliegt. Greift er an oder landet er oder bleibt er? Was macht er? Er greift an! Ja, dann wollen wir ihn mal platt machen. Hab ihn getroffen. Ist das der gleiche Drache, der vorhin schon angegriffen hat? Ha, getroffen. Oh, so, wir haben die Drache abgezogen. Okay. Streck den nieder. Vernichte den Drachen. Oh, was war das denn für ein, abgebrochener Pfeil? Interessant, dass die Greife. Alter, hier mit dem Lichteffekt sah gerade mega cool aus. Kommst du auch irgendwo runter? Er ist gelandet. Hin! Boah, der hat aber schon ordentlich eine kassierte Drache. Nein, bleib doch hier! Hässlige. Wenn ihr ein wahrer Drache seid, stellt euch! Der Nebel ist schon krass gemacht hier. Er ist aufs Maul geflogen, geil. Hat er einen Krater gezogen? Nee, kann man nicht sagen. Schlagen wir mal auf den Junge ein. Und zack. Wie einer erwischt. War das der gleiche Drache, der schon mal hier war? Spawn jetzt immer wieder neu oder was? Coole Rector. So. Was ich viel cooler finde, dass unser Pferd wieder lebt. Mega geil. Hat die Hühnpferdchen. Drachenseele aufgenommen. Ein neues Wort gelernt? Nö. Das war tatsächlich derselbe Drache. Wir haben dafür eine Drachenseele, aber haben keine neue Macht bekommen. Also war das wieder ein Indikator dafür, dass wir den gleichen Drachen platt gemacht haben. Ach, das ist jetzt blöd, wenn ihr wirklich schon wieder so... Das war früher nicht so. Wenn du einen Drachen platt gemacht hast, dann war der eigentlich platt. Naja. Mir soll's recht sein. Oh, voll der Nebel hier, geil. Sorry, aber das ist geil. Das finde ich cool. Man sieht zwar nichts von der schönen Natur, aber... Ah, eine Karawane ist wieder da. Ja, dann werden wir mal hier in Ruhe unser Pferd abstellen. Ne? Will er nicht? Doch, jetzt. Ah, wir hatten nur falsch eingeparkt. Sehr gut. Sind die Khajiit jetzt schon wieder hier? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Okay. Lasst mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Hm, ein Brief vom Jarl. Wer ist er hier? Ach, sind wir. Okay, Brief vom Jarl. Mal gucken, was hat er denn Schönes für uns? Ahnen und Dinges. Ja, wo könnte das jetzt sein? Wieder, wenn man so schöne Sachen wieder alles dabei hat. Stimmt, das hier wollte ich nicht mal aufmachen, das Buch. Achso, scheint nur eine Geschichte zu sein. Tagebuch. Der Meeresgeister. Ist auch eine Geschichte? Okay. Tja, ein Brief vom Jarl. Mal gucken.
Ah, Händler-Tagebuch, siehst du? Das wollen wir auch mal lesen. Die von den komischen Viechern erledigt wurden. Ein Brief von Mial. Das ist er doch. Oh, bin ich blind. Thomas! Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Siedgai. Und ich habe die Ehre, Jarl, stolz und ehrenwürdig stand, Falkenrecht zu sein. Okay. Zu den ganzen Himmelsrand und euren großen Taten berichtet. Wenn euch für das Amt des Tarnen von Falkenring interessieren könnt, spricht bei eurem nächsten Such in Falkenrad doch bitte mit mir. Neben der Ehre, diesen Titel mit euch bringt der bringt ein Tarner außerdem Anrecht auf ein Eigentum Husal. Aha, ich habe aber schon eigentlich einen Husal oder einen Huskal. Und ganz unter uns, stellt eure Dienste für mich und nützlich zu sein, erweist durchaus, dass sich hervorragendes Potenzial im Falkenring für euch frei wird. Aha, persönlich. Naja, Falkenring klingt schon mal nicht schlecht. Falkenring, das, wenn ich mich recht entsinne, war das doch irgendwo unten links auf der Karte, oder? Irgendwo hier, Falkenring? Ist das Falkenring? Ja, irgendwo hier. Ach, sehr schön. Der Jarl hat von uns gehört. Interessant. Dabei habe ich gar nichts gemacht, außer dass ich oben bis nach Norden gegangen bin. Ja, ist ja gut. Hm. Nebel, habe ich noch nie gesehen. Muss wohl durch den Mod kommen. Wer ist er hier? Ihr seht stark aus. Kommt nach Jovaska und werdet ein Gefährte. Okay. Ich bin hier, um zu helfen. Ah, auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon? Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Hm, das gefällt mir. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Hm. Wer sind die Gefährten? Ich habe schon viel von euch gehört, aber ich möchte es gerne von dir hören. Die Gefährten sind meine Familie. Wir kämpfen, damit andere nicht kämpfen müssen. Wir bringen uns und den anderen Ruhm und Ehre. Oh, na ja. Kann ich den Gefährten beitreten? Kotlak entscheidet, wer ein Gefährte sein kann. Also redet mit ihm. Das liegt nicht in meinen Händen. Ich danke dir, Farkos. Vielleicht sieht man also sich demnächst gut als Gefährte. Tja, dann wollen wir mal kurz noch den Graumänteln, Graumähen Bescheid sagen. Und nein, dann. Tut mir leid. Nichts. Ja, ist okay. Und dann werden wir mal mit den Gefährten starten. Da werde ich aber ein separates Safe Game laden. Oder speichern. Oh, der Aschehaufen liegt hier immer noch. Ein magischer Aschehaufen diesmal noch. Gut. Wer ist Erden? Ihr da. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Hallo erstmal. Was ist denn die Dämmerwacht? Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Hm, klingt erstmal gar nicht schlecht. Ich habe nichts von einer Vampirbedrohung bemerkt bis jetzt. Obwohl, hier lag einer auf der Straße, aber ist das nicht alltäglich? Ihr scheint nicht zuzuhören, wie fast alle anderen hier. Habt ihr nicht gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren zerstört wurde? Sie haben die Bedrohung nie ernst genommen. Und jetzt mussten sie dafür zahlen. Nee, habe ich noch nicht gehört. Was denn für Wächter? Dämmerwacht? Wovon spricht ihr da eigentlich? Habt ihr gesoffen, Durak? Wächter jagen hauptsächlich Anhänger der Dedra. Deswegen traf es sie besonders hart, als sie gegen die Vampire vorgegangen sind. Deshalb hat unser Anführer Isran die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Wahre und ernsthafte Vampirjäger. Hm. Vampire töten! Da bin ich dabei! Wo kann ich unterschreiben? Ah. Ihr werdet Isran gefallen. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Rifton, und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden,
ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Gut, man sieht sich dann. Der Ork sieht schon echt heftig aus. Wir haben jetzt so eine coole Samurai-Rüstung. So, wo ist denn meine kleine Tochter? Lucia! Bin wieder zu Hause! So viel Zeit muss sein, die Familie zu begrüßen. Lucia! Tochter! Wo seid ihr? Tochter? Ist sie schon wieder durchsichtig? Steht hier in der Ecke? Nee. Ich danke dir. Freut mich. Ich brauche für heute deine Dienste nicht mehr. Du hast dich vage geschlagen, treue Gefährtin. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Gut zu wissen. Falls ihr meine Tochter seht, schickt sie mal zu mir. Tochter? Tochter? Nö. Wo steckt das Girl schon wieder? Ehre sei mit euch, mein Tane. Jupp. Hoffentlich ist hier nichts passiert. Na gut, wenn ich jetzt eine Tochter habe, bin ich auch ein bisschen angreifbar, ne? Ey! So, irgendwas schickt mich da rein. Okay, mal gucken. Bin ich immer gespannt. Ach so, sie ist heute hier im Einkaufen, okay. Bitte sagt, dass ihr etwas über meinen Sohn erfahren habt. Ich habe ja, ich habe gute Sachen. Taral ist in Sicherheit. Wirklich? Ihr habt ihn gerettet? Ich muss ihn sofort sehen. Nein, das geht nicht. Ich fürchte, dass er nicht hier ist. Er hielt eine Rückkehr für zu gefährlich. Was? Nach all dem kann ich ihn nicht einmal sehen? Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten. Woher weiß ich denn, dass ihr die Wahrheit sagt und mir nicht einfach erzählt, was ich hören will? Er hat gesagt, ich soll euch sagen, dass ihr den kalten Wind des Winters erdulden müsst. Denn ihm wohnt der Spross des nächsten Sommers inne. Mein Junge. Also ist es wahr. Fürs Erste reicht mir die Gewissheit, dass er lebt. Sie gibt mir Frieden. Hab Dank, lieber Freund. Ihr habt mir meinen Sohn wiedergegeben. Ich ließ Eolund dieses Stück für Thorald anfertigen. Es sollte sein Willkommensgeschenk sein. Vermutlich kann er es jetzt nicht haben. Aber warum nehmt ihr es nicht? Wir können ja ein neues Stück anfertigen, wenn der Krieg zu Ende ist und Thorald nach Hause kommen kann. Ich danke euch. Habt ihr von Thorald gehört? Nein, und ich rechne auch nicht damit. Es wäre im Augenblick zu gefährlich. Bei mir findet ihr zu wissen, dass er irgendwo da draußen und nicht wie ein Tier in einem Käfig eingesperrt ist, das genügt mir. Das ist schön. Ich freue mich, dass ich euch helfen konnte, gnädigste Dame. Passt gut auf euch auf. Alarm! Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jahl nach. Dort kriegt er das. Ich suche das nicht. Ich suche immer noch den Rotwadron. Wo ist denn der Orientaler? So, wir gucken aber jetzt erstmal nach den Gefährten. Da werde ich aber einen neuen Spielstand anfertigen für. Hey, Lucia! Papa, ihr seid wieder da! Kann ich etwas Taschengeld bekommen? Okay. Wie wäre es... Ja! Natürlich! Hier sind 5 Goldstücke. Also gut, danke. Hey. Papa! Schade, dass man nicht so sagen kann, dass man sie einfach nur lieb hat. Ich hab was für dich. Oh, danke, Papa. So. Ich würde mal sagen, das kriegt sie auf jeden Fall. Ein Holzschwert kriegt sie auf jeden Fall. Ich finde es schön, dass man ihr einen Dolch geben kann. Nehmen wir mal einen Ork-Dolch. Kann sich mit verteidigen. Ihr seid super. Danke. Pass auf dich auf. Hat sie mich angeguckt. Was, ein Fünfer? Was soll ich denn damit? Das beugt meine Designer-Klamotten aus. Krass, dass man ihr einen Tausender, dass man 1000 Gold geben kann. Heftig. So, neuer Spielstand. So, um sicher zu gehen, nochmal ein Schnellspann und dann bin ich gespannt, was jetzt mit den Gefährten los ist.
die beiden schon wieder an? Kommt schon, achtet auf eure Beinarbeit. Haltet euer Gleichgewicht. Hey, aufpassen! Glaubt ihr, ihr habt eine Chance? Das war schon alles? Wirklich? Ich werde euch vernichten! Genug! Das reicht! Das war gar nichts. Na los, komm schon! Der Dunkelelf wird sich ja wohl gegen eine Frau wehren können und die Frau wird dann wohl so einen hässlichen kleinen Dunkelelf zusammenkloppen können. Dreckige Mann! Ich werde euch mit Freuden töten! Was? Nereva, leite mich! Glaubt ihr, ihr habt eine Chance? Dreckige Mistkerl! Torva. Wo ist denn der Anführer? Ist das der Anführer? Oh, die Frau hat gewonnen. Sehr schön. Nadja. Ah, graue Mähne. Interessant. Chef? Chef? Kein Chef. Können wir mit ihm reden? Die Graumähnen kämpfen schon seit vielen Jahren mit den Kampfgeborenen. Kein Feind ist erbitterter als ein alter Freund. Warum habt ihr euch denn als Graumähne den Gefährten angeschlossen? Wenn ihr in meinem Alter seid, erinnert ihr euch nicht mehr daran, warum ihr etwas getan habt. Nur daran, dass es geschehen ist. Eure Clans waren früher befreundet? Ja, wir waren einmal eng befreundet. Aber das ist schon lange her. Wir waren zwei der ältesten und angesehensten Clans der Stadt. Mit Wurzeln, die bis zu Iskramors Gefährten zurückreichen. Aber dann ist Olfred reich geworden und hat beschlossen, dass er und seine Sippe zu gut für uns einfaches, rückständiges Nordvolk seien. Als die Unruhen losgingen, schlug er sich auf die Seite des Kaiserreichs. Seitdem haben wir nicht mehr viele Worte gewechselt. Klingt ein bisschen komisch. Naja, danke euch. Ich komme später wieder zurück. Alles klar. So, wo seid ihr denn? So, Keule, ich habe gesehen, du hast einen Arschtritt von einer Frau kassiert. Ah, neues Blut. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Jupp. Wo sind denn alle? Scheinbar, dass es hier lang geht. Nee. Hier geht's wohl lang. Okay. Ah. Tilma, hallo. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Ja, ich dachte, du könntest mir sagen, wer hier der Chef ist. Tabor. Euch kenne ich noch nicht. Oder doch? Ey, ich kenne dich auch noch nicht. Kennen wir uns? Tut mir leid, wenn ich es vergessen habe. Lass mir mal sagen, wo dein Chef ist. Ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder Kotlat und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Lass das meine Sorge sein. Ein Kotlat Weißmine. Guck mal. Alle. Ich würde gerne den Gefährten beitreten, Ach, Weißmine. Ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemals Meister Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskre ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht, aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Ich komme schon klar. Ich habe so zwei Drachen schon mal erledigt. Bin zweimal aufs Maul geflogen.
Hab eine Nordwachenfestung platt gemacht. Ja, es geht. Ich komme schon klar. Das mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Wilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Wilkas. Nicht hier. Draußen im Hof. Kommt. Der ist aber eilig. Schöne Rüstung. Das ist also eine Gefährtenrüstung. Bin ich mal gespannt, wenn man die bekommt. Oder ob man die selber herstellen kann. So wie so eine kleine Visitenkarte. Ich hoffe echt, dass sie die Questreihe behoben haben. Mit den Bugs, dass man endlich sich in Ruhe endlich mal hier ja, der Obermacker werden kann. Oh, was ist hier los? Da haben sich aber viele versammelt. Die wollen alle jetzt zugucken? Der okay. Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Okay. Nicht schlecht. Ein Kampf. Ja! Gut gemacht. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Naja. Okay. Ich weiß also nicht, das ist wahrscheinlich sowas wie ein Anwärter. Frischling sind wir also. Okay, dann werden wir jetzt mal ein Frischling. Das Schwert ist mehr wert als ich. Ich hab ja wohl einen am Arsch, der Typ. Hallo? Tja, am Abend. Das heißt, wir werden mal 13 Stunden vorspulen. So, da ist er ja. Was führt euch her? Wilkas hat mich geschickt, sein Schwert für dich zu schärfen. Dann seid ihr wohl der Neue hier. Naja, schickt Wilkas oft immer Neulinge auf Botengänge? Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Aber er muss doch die Führung übernehmen. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Das ist ja schön. Okay, ich muss gehen. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ja? Was ist denn? Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Ja klar, mache ich. Habt ihr nicht gerade gesagt, dass ich kein Diener bin? Das ist kein Befehl, hier geht es um Respekt. Helft einem alten Schmied ein wenig aus. Ich muss zurück an die Arbeit. Ja klar, natürlich. Ja, können wir selber noch ein bisschen schmieden? Mal gucken, ob ich hier irgendwas noch scharf machen kann. So, beschlagen, das ist alles nicht sehr interessant. Boah, ich habe 16 Rüstungen? Geil. Sehr schön. Ayela. Mal schnell gucken, wie wir hier Queste machen. So. Da drin. Okay. Bist du? Nee. So, mal gucken. Ah, sie ist Ayela. Klingt wie eine Frau. Wird wahrscheinlich unten irgendwo sein. Sag mal, Ayela, war das nicht die? Die hat doch den Dunkelelf gerade zusammen erstmal auf 1,90 Meter gezogen, oder? Mal schauen. Nee, das ist nicht. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein.
Ah, die gesagt hat, wir sind es nicht würdig, okay? Iskramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Ja, alle... was? Aela, ich hab ein Schild für euch. Ah, gut, darauf habe ich gewartet. Moment, ich kenne euch doch. Also glaubt der alte Mann doch, dass ihr Mut im Herzen habt. Wie schon gesagt, ja. Das ist der Welpe, den Vilkas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lasst das bloß nicht Vilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Vilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Puh, keine Ahnung. Ich halte nichts von Prügeleien und Prahlereien. Ich würde ihn töten, bevor er sein Schwert gesehen. Ja, ich würde das hier sagen. Ich halte nichts von Prügeleien. Ah, ein Mann der Tat. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Hm, schön. Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit! Der hat echt ein Gedächtnis wie ein Sieb. Wir haben ihn noch vor 2 Sekunden getroffen. Skjör und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Thelma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Vilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Cool. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Skjör sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Könnt ihr mir beibringen, in schweren Rüstungen ein bisschen besser sich zu bewegen? Ich zeige euch, wie ihr euch am besten schützt. Ach, guck mal, wo habe ich denn so viel Gold schon wieder her? Schade. Aber können wir noch einmal machen. Sehr gut. Ich danke euch. Dann schauen wir mal. Ach, da bist du ja. Ja. Oh, hallo. Ich habe gestern einen Bären getötet. Habt ihr auch etwas getötet? Also ja, ein Drachen, gut. Aber ist nicht so wild. Ich frage mich immer noch, warum Skjör euch überhaupt reingelassen hat. Wenn keine der Ahnung. Zirkel für euch birgt, muss ich seine Einschätzung respektieren. Das heißt aber nicht, dass sie mir gefällt. Bis woran zum nächsten ihr? Mal. Ist das mein Bett? Da kann ich auch drin schlafen, da kann ich auch drin schlafen. Aber überall kann ich hier pennen, okay. Der neueste Rekrut, richtig? Moment, yep. Stimmt das wirklich? Ja. So, wo ist denn Zottelpeter hin, dem angeblich Quests für mich hat? Zottelpeter? Hast du eine Quest für mich? Ich habe gehört, dass ein Bürger von Weißlauf hat uns um Hilfe gebeten. Offenbar ist ein Raubtier in ihr Zuhause eingedrungen. Jemand muss die Bestie erledigen. Ich nehme die Aufgabe an. Gut. Ich wusste, dass wir auf euch zählen können. Es ist einfach nur ein Tier, aber seid vorsichtig. Die Tiere von Himmelsrand sind zäher als an anderen Orten. Tja, das kann wohl hier sich in die Stadt reinlaufen. Wenn wir Glück haben, Wolf? Ah da, töte Wolf, okay. Ich wollte gerade sagen, nachher ist es so ein Säbelzahntiger. Da fehlt mir auch noch. So, das ist dann jetzt aber die letzte Aufgabe, die ich noch in dieser Season mache. So, mal gucken. Hast du noch eine Aufgabe für mich? Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie Wigner. Und ich kann sie mir merken. Okay. Aber was führt euch zu? Seid ihr nicht gerade für Ayela unterwegs? Oh ja, kommt zu mir, wenn ihr damit fertig seid. Ich wollte eventuell ein paar Sachen gleichzeitig machen. Da ist man mal eifrig. Da ist der Chef schon wieder im Nacken hier. Da gibt's er nicht. So. In welches Zuhause muss ich denn rein? Kammerjäger! Hm.
Man fragt sich ja mal der ein oder andere, wo jetzt hier der Kammerjäger sein soll. Man hat mich beauftragt, das Haus von Sven in Riverwood. Ach, das ist doch am Arsch der Welt. Da kannst du dich jetzt hin? Okay. Oh, dann müssen wir da wohin. Nein, tut mir leid. Nichts. Okay. Na gut, wenn das jetzt noch so ist, dann machen wir das nicht mehr in unserer Season. Dann gehe ich mal ab nach Hause. Ah. Hallo, Tochter. Na, guck mal, sieh das Kleid an, was ich hier gegeben habe. Reit ist ganz schön gemein. Sie bestimmt immer, was Lars und ich machen sollen. Ich will nicht mehr mit ihr spielen. Ich spiel doch nicht mit ihr. Niemand zwingt dich, mit jemandem zu spielen. Was ist denn hier los? Mit die Kaninchenkeule auf den Boden geschmissen. Ach ja. So, Lydia. Lydia schläft immer noch nicht. Oder ist das nicht ihr Zimmer? Oder pennst du bei mir? Okay. Ja, ich werde mich jetzt hier erstmal ein bisschen nochmal in der Bude umgucken und werde mal gucken, ob ich das ein oder andere vielleicht noch ausbauen kann. Werde mich hier und da nochmal ein bisschen verbessern in der Schmiedekunst und dann geht es in der nächsten Aufnahmesaison wieder weiter, denn jetzt haben wir... ich würde mal sagen, ich habe einmal kurz eine Pause gemacht. Ja, hier steht 9 Stunden 13 Minuten. Alter, ich habe 9 Stunden 13 Minuten diese Aufnahmesession gemacht. Nicht schlecht. Das heißt, ich habe ungefähr 8 Stunden gespielt. Boah, nicht schlecht. Aber das ist Skyrim, da geht die Zeit schnell rum. Also Leute, macht was ihr wollt. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession, wenn es wieder heißt. Oder so ähnlich. Tschüss.